Hallo, ich bin der Gamer. Herzlich willkommen zurück. Ja, es war jetzt ein bisschen mehr Zeit zwischen den letzten Aufnahmen und dieser Aufnahme, deswegen habe ich gerade meinen Namen nochmal gesagt. Ha. Kleiner Hinweis zu dieser Folge. Ich benutze jetzt eine andere Aufnahmeeinstellung, deswegen nicht wundern, wenn das Bild anders sein sollte. Jetzt, die letzte Folge hatte ich in MTS-Format aufgenommen und die jetzt im MP4-Format. Also ich probiere das nur mal aus. Ich war bei diesem schönen Buch hier, Der Todesstoß für Abernanit. Ich hoffe, es ist immer noch unbekannt. Zerfallene Zinnen und marode Mauern, wo die Anbetung des Grauens einst zu Hause war. Die Härte von 50 Wintern, 2. Frost und Wind haben die unheiligen Tore aufgebrochen und zerkratzt und ließ die grausame, obszöne Turmspitze einstürzen. Alles ist zu Staub zerfallen, nichts als Staub, das Blut ist getrocknet und die Schreie sind verstummt. Eingerahmt von Bergen am wildesten, verlorensten Ort von Morrowind stehen die blanken Knochen von Abernanit. Jetzt weiß ich, wer mir der Name bekannt vorkam. Als die dreifach gesegnete Rangidil, siehe 3, Abernanit erstmals sah, glänzte es silbern vor Kraft und Beständigkeit. Ein furchtbarer Ort mit furchtbaren Männern als Wachen, mit Augen glasig vom Fieber und Stärke verliehen vom Grauen. Rangidil sah, dass des Feindes Anzahl viel größer war als die wenigen Ordinatoren und Kriegswappenträger unter seiner Führung. Vor den Hügeln herunterschauend auf das Feld und die Burg des Todes. Ja, passt. Dort stehend verdammte es die Seelen der Leute von Morrowind, verfluchte, schändliche Burg Abernanit. Dort stehend verdammte es die Seelen der Leute von Morrowind. Verfluchte, schändliche Burg Abernanit. Ich habe den einen Punkt überlesen, deswegen war ich gerade jetzt vom Satzbau irritiert. Lärm ertönte und rief die heiligen Krieger zur Schlacht, den Schild der Abscheulichen zu beantworten. Mit dem Speer der Gerechten, sich selbst für den Kampf zu stehlen und tapfer zu sein. Das ist etwas sehr konfus geschrieben und die Wortanordnung ist auch etwas seltsam. Auch Rangidil ergriff sein Schild und dünnen Ebenerzspeer. Und der Kampfeslärm begann mit einem hallenden Krachen, die Wolken vom Himmel zu schütteln. Die Schutzmauer war zerschmettert und Blut stillte den Boden des Felds. Eine Schlacht wie keine andere von Morrowind, zu zerstören das Böse von Abernanit. Die wahnsinnigen Horden waren erfahren mit Waffen, bestimmt. Doch die drei heiligen Fäuste von Mutter, Fürst und Zauberer, siehe 4, drängten die Armee der Monster zurück, Angriff nach Angriff. Rangidi schaute von oben, drängte die Armee zu finden, da Gothras, siehe 5, in seiner schändlichen Turmspitze und wusste, nur wenn das Herz des Bösen gefangen wird, wird das Land wirklich und auf ewig gerettet sein. Ob das stimmt, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Er gelobte sodann beim Tempel und dem heiligen Tribunal von Morrowind einzunehmen, den Turm von Abernanit. Mit einem wuchtigen Stoß erschüttert war des Turmes Fundament. Aber alle Bemühungen, die Spitze zu fällen, waren nutzlos, als ob alle Kräfte des Grauens diesen einen Turm hielten. Die Treppe nach oben war so steil und eng, dass zwei Krieger sie nicht seither erklimmen konnten.
An sich ist es praktisch, wenn man eine Treppe hat, die so schmal ist. Taktischer Vorteil. Also kletterte die Armee nacheinander höher und höher, einzunehmen das Turmzimmer und zu beenden die Herrschaft eines der grausamsten Kleintyrannen in den Annalen von Morrowind, Dagothras von Abernalid. Kleiner Hinweis für Leute, die sich das anschauen. Ich dürfte hier an dieser Stelle schon mindestens eine Minute eingeblendet haben. Ab der Stelle geht's Gameplay weiter. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt mache. Es ist nämlich einfacher für Leute, die das hier nicht so interessiert. Sie warteten auf einen Siegesschrei von oben, den Turm zu ersteigen, aber nur Stille kehrte wieder. Und dann das Blut. Zunächst nur ein Rinnsal und dann ein scharlachroter Strom. Floss es die steile Treppe hinunter mit dem Schrei von oben. Dagothras metzelt unsere Armee ein nach den anderen. Müsste es nicht heißen metzelte nieder oder metzelt nieder? Rangadil rief seine Armee zurück. Jeden Ordinator und Boyant-Armiger aus Armiger und er selbst erklomm die Stufen. Vorbei an den blutigen Überresten der besten Krieger von Morrowind. Ja, dann können es nicht die besten gewesen sein. Zum Turmzimmer von Abernalid. Wie ein Rabe des Todes in seinem Horst war Dagothras und hielt seinen blutigen Schild und blutiges Schwert an der Turmzimmertür. Jeder Stoß von Rangidils Speer wurde mit Leichtigkeit geblockt. Jeder Hieb von Rangidils Schwert wurde abgelenkt. Jeder Schlag von Rangidils Streitkolben traf nur den Schild. Jeder schnelle Bogenschuss verfehlte sein Ziel. Denn des Monsters größte Macht lag in seiner fürchterlichen Segnung, dass keine Waffe eines jeglichen Kriegers von Morrowind konnte passieren den Schild von Abernalid. Ah, praktisch. Ey, ich muss kurz was trinken. Ich mal das hier, bevor ich was Besseres finde. Als Stunde um Stunde verstrich, begann Rangidil zu verstehen, wie seine größten Krieger ihr Ende fanden mit Dagothras. Denn durch das Blocken ihrer Angriff erschöpfte er sie und dann derart geschwächt waren sie einfach zu töten. Der Schurke war geduldig und erfahren mit dem Schild und Rangidil fühlte, wie selbst seine mächtigen Arme taub wurden, während Dagothras jeden Hieb erwartete und blockte. Und Rangidil fürchtete, dass ohne die Segnung der heiligen Drei von Morrowind er sterben würde im Turm von Abernalid. Doch weiter ließ er Schläge niederprasseln und schrie, »Feind, ich bin Rangidil, ein Prinz des wahren Tempels, und ich kämpfte in vielen Schlachten, und viele Krieger haben versucht, mein Schwert aufzuhalten und haben versagt.« Sehr wenige können voraussehen, welchen Schlag ich plane. Noch weniger, die voraussehen, wüssten, meine Planung aufzuhalten. Oder haben die Stärke, jeden meiner Schläge abzufangen. Es gibt keinen größeren Meister, mit Schild zu blocken im Land von Morrowind, als hier auf der Burg Abernalid. Mein Feind, dunkler Fürst Dagothras, bevor ihr mich tötet, bitte ich euch, mir zu sagen, weil ihr wisst, wie zu blocken ist. Dagothras, fürchterlich stolz, hörte Rangidils Appell und entschied, dass er, bevor er den Kriegsfürsten des Tempels ausweidete, herablassen würde, sich um einiges an Wissen mitzugeben für das Totenreich, die seine Instinkte und Reflexe arbeiteten. Und als er begann zu erklären, bemerkte er, dass er nicht wusste, wie er es getan, und schaute verwirrt, als Rangidil ihn das versetzte, was die Geschichte von Morrowind nannten, den Todesstoß für Abernalid. Ah, okay.
Geokrates Vanus erklärt: Erstens, das Grauen bezieht sich auf den Daedra-Prinzen Merun Stagon. Ah, okay, gut. Zweitens, 50 Winter lässt darauf schließen, dass das Epos 50 Jahre nach der Belagerung von Abernanid, die im Jahr 3. Ära 150 stattfand, geschrieben wurde. Dreifach gesegneter Rangidil, also der dritte Punkt, für Rangidil Ketil, geboren im Jahr 2. Ära 803, gestorben im Jahr 3. Ära 195. Er war Kommandant der Tempelordinatoren und durch die Segnung des Göttertribunals dreifach gesegnet. Viertens, Mutter, Fürst und Zauberer bezieht sich auf das Tribunal von Almalexia, Vivek und Sofasil. Fünftens, Dagofras war ein mächtiger Daedra-Anbeter von unbekannter Herkunft, der sich selbst zum Erben des sechsten Hauses erklärte, obwohl es wenige Beweise gibt, dass er der ausgestorbenen Familie entstammte. Okay, ja. Langes Buch. Kompliziert geschriebenes Buch. Sagst du doch auch, gell? Ich glaube, das heißt nein. So, dann kämpfe ich mich doch mal weiter vor. Die Knochen. Oh. Moment. Blut aus einem Skelett, unrealistisch. Denn je jetzt gelandet. Aha. Ich suche hier den Knopf. Hier und das wir rein. Hier oben sind wir rauskommen. Cool. Ich speichere nur aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie. Schöne Aussicht. Ah, hier kommt, so kommt man hier hoch. Ich benutze natürlich eine andere Waffe, und zwar meinen guten alten Drachenbuch. Für die ich neu auflade. Mein Eisspalter sollte ich vielleicht auch mal wieder aufladen. Ah, ich hänge fest, verdammt. Auch nicht besser. Macht ihr überhaupt was? Gib mir deine Seele. Hey, ich habe eine Drachenseele aufgenommen.
Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Steifweilchen immer. Gold geht immer, geht immer. Was ist das für eine Hütte? Hä? So, jetzt habe ich mir mal den Spruch ab. Das ist den Schrei. Jagen, Oralflüstern. Ach hier, auch Oralflüstern, Stimme. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, also ein Flüstern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Also, du musst mal klicken. Es kommt doch mal, wenn man sich mit mir anlegt. Die Frage ist, wer hat da gewohnt? Und was ist hier drüben? Weiß ich, die kürze ab, aber ich habe nicht irgendwie mich anstrengen müssen dafür. Hübsch, obwohl die Bäume nicht allzu hübsch sind. Ich möchte wissen, wo diese Halle da ist oder das Ding da auf. So. So. Achso, das ist ein Schattenbug gewesen. Ich hab mir gedacht, hä? Wo ist denn das? Irgendwas hatte ich gerade für einen Slowdown gesorgt, ich weiß aber nicht was.
Egal, ich nehme hier die Höhle. Stimmt, bevor ich es vergesse, Waffe. Ah, jetzt. Für Leute, die sich beim letzten Part gefragt haben, was ich denn für Probleme mit dem Ton hatte. Hm? Es ist so, ich tue den Ton quasi über HDMI ausgeben, jetzt wieder in meinen PC reinleiten. Und das Kabel, was ich dafür benutzt habe, vertauscht irgendwie die Pole. Pole. Natürlich ihr Brautmäd, jetzt wissen wir es. Himmelsrand für Kräutersammler. Was für Art von Kräuter? Es wird warm, ich weiß nicht warum. So kam mir das gerade vor, so, irgendwie wird es hier drin warm. Achso, man. Man öffnet quasi den Fisch. Nichts. Hier ist schon wieder so eine Quelle. Ich habe doch nichts gemacht. Episches Standbild. Distelzweig. Ich glaube, das hatte ich, habe ich schon. Hm.
überhaupt? Ich bin hier. Ah, ein dunkler Turm. Sehr effektiv. Jetzt Matrone. Bullet time. So sah das gerade aus. Für Leute, die den Begriff Bullet Time nicht kennen, das ist so dieses aus den Matrix-Filmen, dieses sich zurücklehnen, die Kamera fährt einmal drumherum. Tjo. Geht doch mal Richtung Turm. Er ist ein sogenannter Rollbär oder ein Stuntbär. Okay, hier ist ein dezenter Slowdown festzustellen. Halt mal der Schluss. So. Ich bin entdeckt, obwohl ich irgendwo unten bin. Diese Gegenstände ist nicht ausreichend geladen. Gott, das Ding hat einen ganz schönen Energieverbrauch.
Und tschüss. Ach, da ist noch jemand. So. So, eigentlich dürfte ich jetzt alles niedergemäht haben. Dietrichgold, sonst ist nichts Scheiß drin. Give them the dogs, boys. Picked a bad time to get lost, friend. Ah! Ah! Problem gelöst. Ach, hier, kann ich, hier hätte ich hier auch rumgehen können. Okay. Okay, hier geht es dann auf, dann kommen da die Viecher raus. Moment. War wohl nicht so wichtig.